Besondere war an der Tagung, dass wir eine Geschichte erzählen, wo unser neuer CEO oder neue Chefregierung vorgestellt wird. Unsere Aufgabe war es, ein Storytelling zu entwickeln, um die neuen Führungskräfte erzählerisch, wie aber auch strategisch sinnvoll, nachhaltig und emotional vorzustellen. Ein digitales Event, das interaktiv eine neue, agilere Kultur einleitet. Natürlich neben den ganzen Inhalten, ja, die jetzt aus strategischer Perspektive relevant sind, ja, und den ganzen inhaltlichen Botschaften, war, glaube ich, jetzt für mich auch eines der wesentlichsten Ziele, dass wir genau diesen Team-Spirit, diesen Team-Gedanken entsprechend transportieren können. Dass das jetzt gelungen ist, ist natürlich für mich, glaube ich, das größte Highlight der Veranstaltung. Wir entscheiden uns für 5 Settings. Assoziative Kontexte, die von den Werten der Familie über das Operative bis in die Vision alles erzählerisch vernetzen. Mit dynamischen Kamerabewegungen, inhaltlichen Transitions, medialer Raumbespielung und AR-Akzenten inszenieren wir alle Protagonisten dynamisch in ihrem individuellen Kontext und setzen so die Basis für die Strategie und kommunikative Kultur des nächsten Jahres. Unsere digitale Plattform liefert einen interaktiven, visuell erweiternden Rahmen. Dann kommen wir jetzt gleich zu einer interaktiven Gala-Inszenierung. Am Abend ging es um die Wertschätzung der Standorte, des Netzwerkes, in einer dreidimensional emotional inszenierten Preisverleihung mit interaktiver Bodenprojektion, Darstellern, Licht, Video und dem Applaus der zugeschalteten Gäste interaktiv übertragen in den Raum. Also diese Veranstaltung ist eine ganz neue Erfahrung für die Online-Produktion, weil man natürlich, wir machen ja interaktive Bühne und denken normalerweise für ein Publikum, also aus einer Perspektive. Jetzt haben wir ganz viele Kameraperspektiven. Und am zweiten Tag ging es in die Zukunft, die neuen strategischen Stränge. Die genau inszenierte Wirkung der Protagonisten, die Interaktion mit den Gästen, die strategischen Räume, die Art und die Idee der Zukunftsgestaltung des Unternehmens. Sie werden zum Startschuss für einen ganzheitlichen Kommunikationsprozess. Eben nicht mehr nur Event, sondern ein relevanter Baustein für strategisches Storytelling.